Der neue Trainer sitzt hier. Es gab ja viele Namen, die da rumgegeistert sind, die da kursiert sind. Und ich habe auch immer wieder gehört, ja, es waren auch namhafte, so wie Thomas Kleine, der jetzt vielleicht nicht so namhaft, kann ich nicht nachvollziehen, denn ich habe Thomas Kleine in meiner Zeit bei der DFL einmal kommentiert für Leverkusen, Vizemeister, Vizepokalsieger und Vize-Champions-League-Sieger, 63 Bundesligaspiele für Leverkusen und für Hannover und dann natürlich Fürth Kapitän, phasenweise torgefährlichster Innenverteidiger, wie groß? 1,92. Bei Wikipedia steht 1,91, aber. Kann auch sein. Ja, 222 Zweitligaspiele für Greuther Fürth natürlich und dann auch Gladbach, zweimal Zweitligameister, also ein gestandener Profi. Wer sich im Fußball auskennt, kennt natürlich Thomas Kleine. Freuen uns sehr, ihn jetzt auch hier begrüßen zu dürfen. Hat ja auch als Trainer schon viele Erfahrungen sammeln können bei Greuther Fürth, auch als Co-Trainer der ersten Mannschaft. Friedhelm Funkel, haben wir heute im Kurier gelesen, hat ihn über den grünen Klee gelobt. Wir begrüßen ganz, ganz herzlich Thomas Kleine. Und natürlich ganz, ganz herzlich auch den neuen Geschäftsführer der Spielvereinigung Bayreuth. Ist ja auch kein Unbekannter, macht ja schon einen guten Job seit einigen Monaten eher im Hintergrund. Jörg Schmalfuß. So, ja, Thomas, Spielvereinigung Bayreuth, wie fühlt es sich an? Du bist es geworden, es gab, glaube ich, 40 Initialbewerbungen, aber noch einige namhafte Kandidaten dabei. Es gab tatsächlich viele Bewerbungen, aber so ist das, glaube ich, in dem Bereich. Es gibt auch nicht viele Arbeitsplätze, von daher, ja, aber es ist die goldene Entscheidung. Thomas, wie fühlt sich das an? Ja, servus erstmal an alle hier. Ja, den einen oder anderen kenne ich noch aus alten Fürther Zeiten. Ja, fühlt sich sehr gut an. Ich bin froh, dass ich jetzt hier bin, dass ich der neue Trainer der Spielvereinigung Bayreuth bin. Wir hatten sehr, sehr gute Gespräche in den letzten Tagen und von daher freue ich mich jetzt schon auf die Aufgabe, die in den nächsten Wochen auf uns zukommen wird. Ja, es gab viele Bewerbungen, habe ich eben schon gesagt. Thomas Kleine war immer einer, der im Fokus stand von vornherein. Also in den Initialbewerbungen ist auch gar keine übrig geblieben, hat immer ein paar Kandidaten im Fokus. Deshalb freust du dich, weil man kann ihn ja eigentlich schon so als Wunschkandidaten bezeichnen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also Thomas sagt ja selber, wir haben im ersten Gespräch mit Wolfgang Grube und mit Marcel Rosconi sofort gemerkt, dass irgendwo eine Ebene da ist, dass wir das Gefühl haben, dass das einfach passt und dass wir gemeinsam eine Idee entwickeln können, wie wir auch langfristig den oder nachhaltig den Profifußball hier in Bayreuth halten können. Das ist, glaube ich, die zentrale Frage und oder die zentrale Aufgabe. Und ja, wie gesagt, hat das Gefühl einfach gepasst. Es ist menschlich, glaube ich, eine coole Ebene. Und ja, wir wissen ja auch, dass es wahrscheinlich die ein oder andere Stresssituation geben wird im nächsten Jahr. Und die wollen wir gemeinsam meistern. Und da wollen wir meine Sprache sprechen, das tun wir. Thomas Friedhelm Funkel hat gesagt, zielorientiert, er kann gut mit Menschen umgehen, taktisch hervorragend ausgebildet, eher still, aber er kann auch mal laut werden. Stimmt das alles? Oder wie würdest du dich selbst vielleicht charakterisieren? Ja, ich glaube, wenn Friedhelm das so sagt, da sollte man nichts mehr dazu sagen. Ich glaube, wir haben sehr gut zusammengearbeitet, hatten eine tolle, erfolgreiche Zeit. Friedhelm war ein Trainer, der mich sehr viel alleine hat machen lassen, aber von dem man natürlich auch viel lernen konnte. Ja, was das Thema still angeht, ich glaube, ich bin sehr deutlich in der Ansprache. Das muss man nicht immer schweigend machen, aber wenn es natürlich auf Spielfeld geht, sei es beim Training oder bei Spielen, dann kommen die Emotionen hoch und dann ist auch der Weise. Und auf jeden Fall auch, kennt man ja noch aus deiner Zeit als Profi, diszipliniert und ehrgeizig. Ja, ich glaube, das sind gute Attribute und das passt auch einfach hier zum Verein. Ich glaube, das wäre erstmal nochmal vorweg, einfach das muss man nochmal sagen, einfach tolle Arbeit hier geleistet wurde in den letzten Jahren mit dem Aufstieg jetzt in die dritte Liga. Das muss man einfach sagen. Eine sehr, sehr gute Entwicklung und ja, ich glaube, von der Art, wie ich bin und wie die Mannschaft ist und hier der Verein ist, was wir sehr gut zusammen und sehr eine gute Zeit mit haben. Ich spüre es auch schon. Du kennst auch einige Spieler schon aus Fürther Zeiten. Ich glaube, 6 sind dabei. Also Kirsche, Made, Dannhoff. Wie wird sich denn womöglich das Gesicht der Mannschaft verändern? Oder sagst du, wir haben das Gerüst, das ist gewachsen über die Jahre? Gibt es Neuzugänge, siehst du da noch Bedarf? Ja, also klar, ich habe schon mit ein paar Spielern zusammengearbeitet, bei Fürth Amateure, die damals auch den Sprung zu den Profis geschafft haben. Viele Spieler kenne ich auch aus
Duellen gegeneinander, muss man auch sagen. Aber letztendlich ist die Mannschaft, so wie sie jetzt ist, aufgestiegen. Der Kern der Mannschaft wird auch ganz klar so zusammenbleiben. Das ist auch wichtig, gerade wenn man die Regionalliga so souverän besteht und als Meister aufsteigt, ist es dann an der Zeit, auch das eine Liga höher zu zeigen. Natürlich schauen wir uns um, das machen wir jetzt die letzten Tage schon und werden uns mit Sicherheit auch umgehen. Ja, ich glaube, ein wichtiger Faktor war auch, dass jemand gefunden wird, der eben auch junge Talente besser macht und auch ein Auge hat auf den Nachwuchs. Genau, ich finde, wir müssen ja auch da die Arbeit einfach weiterführen. Ja. Timo hat da eine super Arbeit geleistet in der Vergangenheit. Wir haben das ja hier auch schon live vor Ort erlebt, was es bedeutet, wenn dann doch mal der ein oder andere den Weg aus dem Nachwuchsbereich in die erste Mannschaft findet. Das ist ein Thema, das wollen wir noch mehr forcieren. Können wir natürlich jetzt auch noch mehr, weil wir als NLZ noch anders in den Fokus rücken. Das wird auf jeden Fall ein wichtiger Baustein, auch die Vernetzung zum NLZ. Wir wollen ja nichts aufgeben, wir wollen, wie gesagt, Arbeit fortführen. Und du hast jetzt auch gesagt, das Herzstück der Mannschaft so zusammenzuhalten. Zusammenhalt wird wichtig sein, um Liga zu halten. Ja. Es wird wichtig sein, dass das Gesamtkonstrukt funktioniert in der Geschäftsstelle mit den Fans zusammen, dass Bayreuth einfach als Fußballstadt funktioniert. Und da ist es natürlich sicherlich einfach eine zentrale Aufgabe, den Nachwuchs da mit einzubinden, eine klare Philosophie zu haben und am Ende des Tages auch das NLZ irgendwo in den profitablen Bereich zu führen, also irgendwo einen Mehrwert zu generieren. Ja. Ob das der finanzielle ist oder der aufgrund der Spieler, die dann da in den eigenen Herrenbereich integriert werden können, das wird sich zeigen. Aber ja, auf jeden Fall ein wichtiger Baustein und auch da kennst du dich ja mehr als genug aus. Also die Nachhaltigkeit natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie lang ist denn der Vertrag betrieben? An mich, ja. Ja, genau, jetzt für das eine Jahr. Mit der klaren Option, dass, wenn uns das gelingt, den Profifußball hier in Bayreuth zu halten, dann arbeiten wir natürlich weiter. Thomas, das wird eine spannende Zeit. Also, du bist voller Taten, Tagen. DFB-Pokal, HSV, müssen wir natürlich auch darauf ansprechen, der HSV kommt. Ja, natürlich bin ich voller Taten dran, das ist ganz klar. Und die Vorfreude ist wirklich riesig zum HSV. Sehr interessantes Los, ich glaube ein sehr namhafter Gegner, können wir uns alle darauf freuen. Ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr oft gegen den HSV gespielt, mit Düsseldorf hauptsächlich. Von daher kenne ich die Mannschaft in- und auswendig und da bin ich sicher, dass wir hier ein tolles Pokalfest feiern werden und eine gute Möglichkeit haben, auch noch weiterzukommen. Die meisten, denen wehtut, das ist schon gut. Natürlich Pokalfest, kennen wir im letzten Jahr noch Bielefeld, das ist ja Wahnsinn, wie die Fans, was hier möglich ist, auch in den Priest. Als Trainer der Zweiten von Bayreuth Fürth warst du auch hier schon auf der anderen Seite. Welche Eindrücke hast du von Bayreuth, vom Stadion, von Fans? Also man sieht ja auch so ein Gemälde, wir haben die Sportschau, die Beziehung im Stil von Ernst Huberti am Sonntag nachgemacht. Also es ist ja schon ein eigen. Was hast du da bislang mitbekommen? Wie sehr freust du dich auf das Umfeld oder auf die Fans? Freut sich natürlich ganz besonders auf die Fans, aufs Umfeld. Es ist einfach ein Traditionsverein, das merkt man. Das war damals schon so, auch wenn vielleicht in der Regionalliga Bayern, wie ich noch hier mit Fürth Amateur gespielt habe, nicht so viele Zuschauer waren, aber der Kern war schon immer da. Und wenn man auch da die Entwicklung sieht von den letzten Spielen, wie die Mannschaft dann auch von den Fans getragen wurde, merkt man einfach, dass diese Stadt, die Fans und auch der Verein wirklich danach lechzen, jetzt dann eine Liga höher zu spielen. Sich da auch mit anderen Mannschaften noch mal zu messen. Und du warst ja auch bei einigen Heimspielen gezogen oder bei einem Heimspiel zumindest mal jetzt auf der Zielgeraden da? Ich hab's verfolgt, natürlich. Ja, als gegnerischer Trainer war ich öfters hier, aber jetzt bin ich froh, dass ich auch auf der richtigen Seite stehe. Und ja, da geht es dann wirklich auch zusammen, die Liga anzunehmen, das auch natürlich mit den Fans zusammen, die wir brauchen. Das ist ganz klar, wir brauchen die Stadt, wir brauchen das Umfeld. Es ist eine neue Liga, es ist eine sehr interessante, sehr schwere Liga, aber ich glaube gemeinsam, und das ist auch das, was Jörg auch gesagt hat, gemeinsam werden wir da auch das alle angehen. Ja, du kommst aus der Gegend Bergisch Gladbach, da war in Leverkusen, ne? Wermelskirchen, ne? Ja. Wermelskirchen, tatsächlich. Wermelskirchen, jetzt bist du aber oft oder sehr, sehr lange im Frankenland jetzt ja gewesen, Greuther Fürth. Was gefällt dir denn hier auch so, ja, so landschaftlich, vielleicht kulinarisches? Oder weshalb bist du gerne hier in Franken? Ja, wie gesagt, wenn man aus dem Rheinland kommt und dann ins Frankenland kommt, das sind schon Unterschiede von der Mentalität. Aber
Ich bin immer sehr gut hier ausgekommen, hatte eine wunderschöne Zeit. Ja, ich glaube, zu der Stadt hier selber muss man nicht viel sagen. Tolle Stadt, tolles tolle Umgebung und ja, natürlich kulinarisch gibt es einiges. Sei es Schäufele. Da habe ich alles mitgenommen und freue ich mich natürlich auch. Und das haben wir im Rheinland wirklich nicht. Ja, wir freuen uns sehr auf dich. Habt ihr noch Fragen an Jörg oder an Thomas? Ja, ich hätte vielleicht eine Frage, und zwar bisher hat Bayreuth ja sehr stark auf Umschaltsituationen gesetzt. Soll das weitergeführt werden bzw. weiterentwickelt werden oder gibt es einen ganz neuen Ansatz? Ja, ich glaube, man muss immer an dem ansetzen, wie man auch aufgestiegen ist und was die Mannschaft stark gemacht hat. Und gerade natürlich wollen wir den Kern halten, der Kern bleibt auch und das hat die Mannschaft einfach sehr gut gemacht, dass man das natürlich immer auch nochmal verbessern muss oder verbessern kann, dann arbeiten kann, ist auch klar. Natürlich werden wir auch in der Defensive arbeiten, aber auch da ist der Grundstein gelegt. Ich meine, die Mannschaft war die beste, hatte die beste Abwehr der Regionalliga, hat viele Tore geschossen. Aber ganz klar ist, dass wir den Stil, der jetzt gespielt wurde, natürlich fortführen. Und wo würdest du Verstärkungen gerne haben, in welchem Mannschaftsbereich oder allen Mannschaftsbereichen? Oder? Wie ich gesagt habe, jetzt unabhängig, um auf die Position zu gehen, schauen wir uns um und gucken wirklich auch positionsunabhängig, welche Spieler uns stärker machen kann. Wer wirklich auch charakterlich gut einpasst, das wird ein großes Thema sein, dass man die Euphorie, die auch die Mannschaft gezeigt hat, diesen Zusammenhalt, dass wir den auch in die dritte Liga nehmen und da werden wir ein großes Augen darauf richten, dass da die wirklich nicht nur positionell, sondern auch charakterlich gut an die Mannschaft passen. Erkennst du dazu, gewinnen wir die Spiele nach wie oder schon? Ja, wenn wir es oft schaffen zu Null spielen, werden wir dieses Spiel auch oft gewinnen. Ich glaube, ganz klar ist, dass wir natürlich ein Augenmerk darauf haben, dass wir defensiv als Mannschaft richtig gut arbeiten.